Jede ist dabei. Hallo, liebe Schüler von der Fluxusschule. Jetzt gibt es eine Geschichte von diesem Tier. Vielleicht kennt ihr das schon. Ich zeige euch direkt die Gebärde. Das ist der Bär. Und der Bär hat Hunger. Darum geht es in dieser Geschichte. Heute möchte ich spazieren gehen. Aber die Mutter, die sagt, im Wald, da wohnt der Bär. Aber ich habe gar keine Angst. Ich gehe los. Zuerst kommt ein großer, dunkler Wald. Aber ich habe gar keine Angst. Dann kommt ein großer Fluss. Das Wasser ist furchtbar kalt und ich sehe ganz große Fische. Ich schwimme durch den Fluss, durch das kalte Wasser. Aber ich habe gar keine Angst. Dann kommt eine Wiese mit ganz hohem Gras. Ich kann fast nichts mehr sehen, aber ich habe gar keine Angst. Hinter der Wiese steht ein großer Baum. Da will ich ein wenig schlafen. Ach, ich bin so furchtbar müde. Aber stellt euch mal vor, auf einmal steht vor mir ein großer Bär. Der brummt und schüttelt seinen großen Kopf. Aber ich habe gar keine Angst. Ich sage, hier, du großer Bär, ich gebe dir 5 Euro und dann kauf dir doch einen Hamburger. Noch Pommes dazu und Ketchup obendrauf und dann lass mich in Ruhe. Ich bin nämlich müde. Ich will mich jetzt ausruhen. Ja, und was glaubt ihr? Der Bär, der nimmt die 5 Euro und geht davon. Ach, da habe ich ja noch mal ganz schön Glück gehabt. Das wünsche ich euch auch und bis bald mal. Tschüss.